Stefan! Du bist doch unser Abwehrchef, ne? Du wärst der perfekte Verteidigungsminister. Du schiebst auch immer alles auf andere und hast null Akzeptanz in der Truppe. So, endlich geht die Bundesliga wieder los, ne? Erstes Spiel, RB Leipzig gegen Bayern München, ne? Sozusagen der Dosenöffner. Und im Hintergrund in Leipzig koordiniert jetzt alles der Eberl. Früher waren die Pfannen mit Teflon beschichtet, heute heißt der Belag auf der Pfanne Eberl. Da perlt alles ab. Ehre, Willen, Tradition, Werte, alles scheißegal. Ist eigentlich schade, weil früher ist immer ein bisschen mehr hängen geblieben, ne? Der Koordinator des Gummibärchen-Saftladens. Eigentlich finde ich es ja schade, dass nur Spieler wechseln dürfen und nicht Clubs. RB Leipzig, das Al-Nassr der Bundesliga ohne Ronaldo. Stefan, futterst du zum Frühstück nochmal Schnapsperlen, nur weil die Moin Cherie heißen? Dann knallt's! Ja, und die Bayern spielen jetzt in der Rückrunde ohne Torwart. Ja, ganz ehrlich, wenn du den Ulreich jetzt als neuer Ersatz siehst, da kannst du unseren Hermann auch hinten reinstellen. Der ist Torwart und vierer Abwehrkette in einem. Hermann! Bring doch demnächst mal ein Körperpflegeprodukt raus. Dusch das vor mehr in Schnitzel und Bier. Das passt. Wobei der Ulreich hat ja mal für den VfB Stuttgart gespielt. Und damals war Jens Lehmann erster Mann. Das heißt, der Ulreich hat vom Lehmann viel gelernt. Was sagt uns das? Der Nachbar vom Ulreich willst du jetzt auch nicht mehr sein. Ist der Unterschied zwischen einer Trompete und einer Motorsäge? Mit einer Motorsäge kannst du besser improvisieren. Wobei, sind die Bayern flexibel, dann stellen sie einfach den Bernd Dreher noch ans Tor. Der war ja gefühlt 32 Jahre lang die Nummer 2. Und dass der Jan Sommer jetzt nicht zum Bayern wechselt, ist doch klar. Wenn der Neuer wieder fit ist, dann setzt sich der Sommer doch nicht auf die Bank. Wobei, das hätte ja zum Klimawandel gepasst. Sommer wechselt im Winter. Patrick! Psst. Du planst doch gerade Nachwuchs, ne? Denk dran, Kinder sind wie Flanken, die gelingen nicht immer. Ja, und im Bällebad der Bundesliga wird langsam aussortiert. Ne? Bei Borussia Dortmund, da laufen im Sommer 13 Verträge aus. Ja, der Aki macht das schon. Beim BVB können sie froh sein, dass im Gegensatz zu Schalke und Hamburg noch ein bisschen Geld da ist. Die Dortmunder Strategie in Richtung Bundesliga-Mittelmaß, ne, beruht ja auf folgendem Sachverhalt. Wir vermitteln den Fans kreative Informationen zu Sachverhalten der Realität zum Zweck mittelfristiger Stressvermeidung. Das heißt, die belügen die einfach. Andi, du bist auch mit 3 Kondomen in Urlaub geflogen, ne? Und mit 7 wiedergekommen. Ich bin mir absolut sicher, Hertha schafft jetzt einen Klassenerhalt. Ja, sicher. Der Selke ist weg. Wenn bei mir ein Stürmer einen 1:3 Anschlusstreffer so feiert wie der Selke, den bringe ich direkt einen Autoschlüssel auf den Platz. Und zwar meinen, dass er die Karre mal wäscht. Fehlt nur noch, dass der erste FC Köln noch Max Kruse verpflichtet. Dann gibt es in Müngersdorf kein Training mehr, sondern TikTok-Challenges. Aus dem Vereinsheim wird eine Shisha-Bar. Wobei, ich glaube ja, der Kruse, der geht nach Amerika. Ne? Fußball ist in den USA so ein bisschen wie die Titanic. Kam auch nie richtig an. Hermann, seitdem du einen Süßigkeitenschrank ohne Klettern erreichen kannst, ne, ist bei dir auch alles außer Kontrolle geraten. Meine Jungs haben ja eine Pause, ne, hier Wellness gemacht mit Nutella. Die Gewichtscreme für straffere Haut. Ja. Der Hermann, der war richtig klug. Der hat tatsächlich aus seinem Ernährungsplan einen Zucker rausgeworfen. Der war aber am nächsten Tag wieder da, weil das war ein raffinierter Zucker. Frei nach dem Motto, war das blau und liegt in der Wursttheke. Ein Avatata. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat sich letztens in eine Badewanne voll Fanta gelegt, damit er auch mal aus einer Limo winken kann. Stefan! Du wärst der nochmal. Der Aki macht das schon. Ja, müssen wir schon ansetzen, Text vergessen. Der Hermann war ja ganz klug, ne? Der hat aus dem Ernährungsplan, ne, nochmal. Meine Jungs haben ja in der Winterpause Wellness gemacht, ne? Du wärst der perfekte Verteidigungsminister! Du schiebst auch immer alles aufs andere. Text haben wir schon mal.